Herzlich willkommen zum Livestream und Webtalk heute zur Frage: Können die Vereinten Nationen die Menschenrechte noch retten? Es ist eine Kooperationsveranstaltung des Landtags Schleswig-Holstein mit dem Landesbeauftragten für politische Bildung. Die erste Veranstaltung überhaupt des Landtags jetzt seit den Corona-Beschränkungen und auch die allererste Livestream-Veranstaltung überhaupt hier aus dem Landeshaus. Hier vor Ort natürlich mit den gegebenen Abstands- und Hygieneregeln. Wir sind hier vor und nach der Veranstaltung mit Mund-Nasen-Schutz unterwegs, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Während der Veranstaltung haben wir so kleine Plexiglas-Sprecherzellen vorbereitet. Und Sie als Publikum, Sie können uns sehen und hören auf den Kanälen des Landtags und des Landesbeauftragten für politische Bildung sowie im offenen Kanal Kiel TV, im Fernsehen und im Internet. Und die Veranstaltung heute, das ist so eine Mischung aus Livestream und Webtalk. Das heißt, Sie können sich über unser Videokonferenzsystem nachher einwählen, können auch schon jetzt im Chat Fragen einstellen, auf die werden wir dann später eingehen. Und es wird in dem offenen Diskussionsteil auch die Möglichkeit geben, wenn Sie mögen, dass Sie sich mit Bild und Ton sogar hier zu uns zuschalten. Wie das genau funktioniert, das erkläre ich später nochmal. Und ab jetzt wird die Veranstaltung auch aufgezeichnet, wird dann abrufbar sein auf der Seite politische-bildung.sh/webtalk. Das ist die Seite des Landesbeauftragten, da werden Sie sich auch einwählen können, wenn Sie das wollen, in das Videokonferenzsystem. Ja, Anlass für die Veranstaltung ist die Unterzeichnung der Charta für die Vereinten Nationen vor ziemlich genau 75 Jahren. Das war auch im Juni tatsächlich. Und wir wollen einerseits darauf blicken, was die Vereinten Nationen erreicht haben in dieser Zeit, aber auch fragen, was können sie denn aktuell überhaupt noch tatsächlich erreichen, weiterhin in Bezug auf die Menschenrechte? Wie groß ist die Rolle, die sie da spielen? Und dazu darf ich einmal hier im Raum begrüßen die Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags und Vorsitzende, nein, Entschuldigung, nicht Vorsitzende, sondern einfach nur Kirsten Eickhoff-Weber. Schön, dass Sie da sind, da freuen wir uns. Dann den stellvertretenden Landesbeauftragten für politische Bildung, Dr. Hauke Petersen. Sie beide werden in GastgeberInnenrolle dann gleich hier auch noch mit Grußworten sich an uns wenden. Dann haben wir bei uns auf dem Podium Güde Jensen, Mitglied des Bundestags und Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Schön, dass Sie hier sind. Güde Jensen wird in einem Impulsvortrag auf die Menschenrechtslage weltweit und auf die aktuellen Herausforderungen eingehen, verbunden auch mit konkreten Vorschlägen und Forderungen aus ihrer Sicht. Und im Anschlussgespräch wird sie auch noch mal ein bisschen genauer berichten, wie eigentlich ihre tägliche Arbeit aussieht. Dann haben wir zugeschaltet aus Berlin Professor Dr. Beate Rudolf. Sie ist die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Frau Rudolf wird im Podiumsgespräch später eine wissenschaftlich neutrale Perspektive beisteuern. Ihr Institut kümmert sich als politisch unabhängige Institution um die Einhaltung und Förderung der Menschenrechte im In- und im Ausland. Es forscht, berät, informiert und dokumentiert. Da sind wir auch sehr gespannt drauf. Und bei uns ist Clemens Schade aus der Projektleitung von Model United Nations Schleswig-Holstein. Toll, dass Sie da sind, Herr Schade. Ein schönes Projekt, das die Arbeit der Vereinten Nationen für Jugendliche und junge Erwachsene erfahrbar macht, das im letzten Jahr mit dem Demokratiepreis des Landes ausgezeichnet worden ist. Und aus der Erfahrung in der Projektarbeit kann Clemens Schade auch ein bisschen berichten, wie die junge Generation eigentlich die Arbeit der UN sieht, sich mit dem Thema beschäftigt und ja, was sie dazu denkt. Die Veranstaltung heute, wie gesagt, eine Livestream-Premiere aus dem Landeshaus, also sollte es an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch mal ein bisschen hakeln. Ich hoffe, Sie nehmen es uns nicht krumm. Bei so neuen Sachen muss man dann doch auch noch mal erst erproben und ausprobieren, bis man so alle möglichen Fallstricke einmal durch hat. Toll, dass alle Beteiligten heute aber gleich bereit waren, die Veranstaltung auch in diesem veränderten Rahmen mitzutragen. Technisch ermöglicht wird das durch den offenen Kanal Kiel und die Firma Opus Showtechnik. Und die Veranstaltung wird außerdem unterstützt durch zwei Gebärdendolmetscherinnen, Frau Petersen und Frau Kallström. Danke auch an Sie und danke an Herrn Raphael Kanal und den Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung.
Ich freue mich auf den Abend mit Ihnen im Netz und hier vor Ort und darf zur offiziellen Begrüßung gleich das Wort einmal weitergeben. Herzlich willkommen, die Landtagsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute bin ich dankbar, einige einführende Worte zu dieser Veranstaltung über die Bedeutung der Gründung der Vereinten Nationen vor 75 Jahren sagen zu dürfen. Die Wirksamkeit, die Bedeutung der UN für die Durchsetzung der Menschenrechte ist heute das zentrale Thema. Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg und mit der Unterzeichnung der UN-Charta gründeten sich die Vereinten Nationen. Beide Ereignisse gehören unmittelbar zusammen. 1945 sah die Welt zurück auf Millionen ziviler und militärischer Opfer des Krieges. Sie blickte aber auch auf die unaussprechlichen Grausamkeiten, die mit dem Wort Auschwitz auf ewig mit unserer Geschichte verbunden sein werden. In der Präambel der Charta der Vereinten Nationen heißt es: Wir, die Völker der Vereinten Nationen, fest entschlossen, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen. In unserem Grundgesetz gibt es eine Entsprechung in dem ersten Satz in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Daran schließt das Bekenntnis zu unverletzlichen, unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt an. Die Garantie des Friedens und der Freiheit des Einzelnen durch die Solidarität aller. So kann man das zusammenfassen. Und diese Erkenntnis ist wichtiger denn je. Sind wir doch durch die weltweite Corona-Pandemie vor große Herausforderungen gestellt, die wir nur gemeinsam werden meistern können. Die heutige Veranstaltung stellt die Frage: Können die Vereinten Nationen die Menschenrechte noch schützen? Das ist eine, die existenzielle Frage für die Vereinten Nationen. Und sie stellt sich gegenwärtig auch in Europa, in Syrien und im Jemen, ebenso wie in Hongkong oder auf den Straßen der Vereinigten Staaten, wo viele Menschen in Gedenken an George Floyd niederknien und sich gegen Rassismus und Ungleichbehandlung lautstark zu Wort melden. Dabei erschreckt mich die wachsende Zahl der Menschenrechtsverletzungen in den letzten Jahren ungeheuerlich. Es scheint, dass die Weltgemeinschaft, die Menschheit hier Rückschritte statt Fortschritte macht. Wenn sich eine demokratische Nation wie die USA aus den UN-Organisationen für Flüchtlingshilfe und Weltgesundheit zurückziehen, dann ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass die Grundpfeiler des Miteinanders auf der Welt ins Wanken geraten. Solidarisches Handeln und der Wille zur diplomatischen Lösung von Konflikten werden durch ein solches Vorgehen in Frage gestellt. Meine Damen und Herren, über gemeinsame Ziele zu sprechen, auch darüber zu streiten, dabei aber stets die Menschenrechte als verpflichtende Richtschnur in den Blick zu stellen, das ist die Daueraufgabe. Sie ruht nicht in Krisenzeiten. Im Gegenteil, gerade in solchen Zeiten müssen die Vereinten Nationen und ihre Unterorganisationen zeigen, dass sie handlungsfähig und handlungswillig sind, einander im Geist der Schwesterlichkeit, der Brüderlichkeit, einander im Geist der Menschlichkeit zu begegnen. Ich freue mich deshalb sehr, dass in Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten für politische Bildung, dem offenen Kanal Kiel, mit allen engagierten Beteiligten
diese Veranstaltung heute stattfindet und das unter doch außergewöhnlichen Bedingungen. Aber gerade deshalb wünsche ich der Veranstaltung und der Diskussion gutes Gelingen und ich bin überzeugt, dass dieses Format der Videoübertragung vielleicht sogar mehr Aufmerksamkeit bedeutet und dass dieses Format vielleicht ja auch ein Anfang von etwas ganz Neuem ist. Ich danke allen, die diese Veranstaltung als Organisatoren und Teilnehmende möglich machen, wünsche viel Erfolg und bin gespannt auf das Resümee dieses Abends und natürlich auch auf die Beiträge zu der großen Frage, können die Vereinten Nationen die Menschenrechte noch schützen? Und jetzt übergebe ich an Dr. Hauke Petersen, den stellvertretenden Landesbeauftragten für politische Bildung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser nicht nur wegen des Themas besonderen Veranstaltung. Für den Landesbeauftragten für politische Bildung ist es die zweite Online-Veranstaltung in Zeiten von Corona und die erste, bei der ein Teil der Diskutantinnen und Diskutanten hier vor Ort präsent sind, allerdings ohne das Publikum vor Ort zu haben. Liebe Gäste vor den Bildschirmen, wir hoffen, Sie auch bald wieder hier im Landeshaus und anderswo im Land willkommen zu heißen. Gleichzeitig zeigen uns aber auch die Herausforderungen der Corona-Krise, dass auch Veranstaltungen im digitalen Raum ein gangbarer Weg sind, um politische Bildung möglich zu machen. Und deshalb planen wir auch weiterhin diese Veranstaltungsform digital und analog gemeinsam zu denken und durchzuführen. Doch nun zum heutigen Thema. Die Landtagspräsidentin Frau Kirsten Eickhoff-Weber hat es gerade schon ausgeführt. Anlass unserer heutigen Veranstaltung ist die Unterzeichnung der UN-Charta vor 75 Jahren. Die UN-Charta ist ein Bekenntnis zur Kooperation aller Staaten. Sie führt aus, dass alle Staaten souverän und gleichberechtigt sind. Sie benennt klare Regeln der Zusammenarbeit und bekennt sich zu den drei Säulen Frieden, Entwicklung und Menschenrechten. Die Vereinten Nationen sind das Forum, in dem diese Themen in all ihrer Breite bearbeitet werden. Doch die Vereinten Nationen und mit ihr auch die Menschenrechte stehen seit geraumer Zeit global unter Druck. Nationalistische Regierungen stehen einer multilateralen Zusammenarbeit kritisch bis ablehnend gegenüber. Sie torpedieren bereits mühsam ausgehandelte Beschlüsse und drehen den Vereinten Nationen den Geldhahn zu. NGOs, die sich um die Wahrung und Förderung der Menschenrechte bemühen, werden in ihrer Arbeit behindert. Und auch innerhalb der Vereinten Nationen wird versucht, kritischen Nichtregierungsorganisationen Beteiligungsrechte zu entziehen und so ihren Einfluss zurückzudrängen. Trotzdem kann konstatiert werden, dass die UN weiterhin handlungsfähig sind, wenn auch eher im Kleinen. So zeigt zum Beispiel der Blick nach Syrien, dass ein grundlegender Weg zur Beendigung des Krieges durch die widerstreitenden Mächte im Sicherheitsrat bisher nicht möglich war, die Generalversammlung aber die Untersuchung völkerrechtlicher Verbrechen ermöglichte und das Welternährungsprogramm weiterhin Hilfslieferungen nach Syrien sendet. Und weiterhin ist es die große Aufgabe, die große Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten, die Menschenrechte fördern und sie grundsätzlich nicht infrage stellen. Insofern ist die Geschichte der Vereinten Nationen beim Schutz der Menschenrechte auch eine Erfolgsgeschichte. Wir dürfen uns jedoch nicht auf dem Erreichten ausruhen und deshalb fordern verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch zu Recht, dass wir die Entwicklung einer, Zitat, menschenrechtlichen Vision für die nächsten 50 Jahre ansteuern sollten. Das heißt, eine bessere Koordinierung der Menschenrechtsarbeit und vor allem für Mitgliedstaaten wie Deutschland die konkrete Unterstützung von Aktivistinnen und Aktivisten, die sich vor Ort lokal um die Menschenrechte kümmern. Die Beispiele Hongkong, aber auch andere Staaten, die Landtagsvizepräsidentin hat es gerade ausgeführt, in denen im Zug der Pandemie-Maßnahmen auch Menschenrechte auf Dauer eingeschränkt wurden und werden, zeigen, dass diese Unterstützung dringend notwendig ist. Mit diesem Ziel und dieser Aufgabe im Hinterkopf können wir den 75. Geburtstag der Vereinten Nationen mit gutem Recht feiern. Aus der Perspektive der politischen Bildung ist es dringend geboten, das Verständnis für die Relevanz der Vereinten Nationen, aber auch der internationalen Zusammenarbeit
insgesamt zu fördern. Kein Staat auf der Welt kann globale Aufgaben wie Klimaschutz, Migration oder eben Menschenrechtsverletzungen alleine lösen. Wir müssen deshalb gemeinsam diskutieren, was wir für eine friedliche und gerechte Welt tun können. Ich bin gespannt, welche Gedanken und Ziele der heutige Vortrag von Güde Jensen und die anschließende Diskussion zutage bringen werden. Ich möchte mich herzlich auch nochmal bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen des Schleswig-Holsteinischen Landtags für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich möchte mich jetzt auch schon im Vorfeld bedanken für die Mühe der Diskutantinnen und Diskutanten und natürlich auch für die Arbeit der Moderatorin. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer und Teilnehmende an den Bildschirmen zu Hause, für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Mitdenken, fürs spätere Mitdiskutieren und freue mich jetzt auf den Vortrag von Güde Jensen. Diese Gesten mussten wir uns tatsächlich auch erst im Bundestag gewöhnen, dass das Rednerpult zwischen allen Rednern erstmal desinfiziert wird. Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für diese Möglichkeit, mal in einem ganz anderen Format mit Ihnen trotzdem diskutieren zu können. Ich glaube, Corona lehrt uns eines, nämlich dass digitale Lösungen durchaus auch dazu beitragen, dass wir vielleicht nach Corona etwas entspannter mit Situationen umgehen, wo man eben Diskutantinnen aus aller Herren Länder auch zusammenschalten kann. Das erleben wir auch tatsächlich gerade im Bundestag. Frau Dr. Rudolph und ich haben erst letzte Woche im Menschenrechtsausschuss gemeinsam diskutiert und den Bericht des Instituts über die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung in den letzten Monaten diskutiert. Von daher ist das eine schöne Möglichkeit, das hier fortzusetzen. Aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern wie können eigentlich die Vereinten Nationen Menschenrechte weltweit noch schützen in einer Zeit, wo wir gerade jetzt zu Corona-Zeiten erleben, dass genau diese Rechte immer stärker eingeschränkt werden. Und ich würde jetzt weniger einen geschichtlichen Abriss machen, sondern mehr anhand von ein, zwei Beispielen erklären, woran man sehen kann, dass Menschenrechte in dieser ganz besonderen Zeit mehr und mehr eingeschränkt werden, wie wichtig es deswegen ist, dass wir sie auch umso stärker einfordern. Das erste Beispiel wurde heute schon mehrfach angesprochen und wird auch wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch mehr angesprochen werden. Und das ist die Situation in Hongkong. Und wenn wir nach Hongkong schauen, dann müssen wir natürlich nach China schauen. Der Nationale Volkskongress hat vergangene Woche getagt und Präsident Xi hat angekündigt, das sogenannte nationale Sicherheitsgesetz verabschieden zu wollen, das, wie er es sagt, eine Regelungslücke in dem Grundgesetz von Hongkong, in dem Basic Law, schließen sollte, nämlich die Möglichkeit, zukünftig zu verwehren, abspalterische Tendenzen, Kritik, die nationales oder sozusagen öffentliches Ärgernis erregt, Terrorismus verhindern zu können. Was dieses Sicherheitsgesetz aber eigentlich ist, ist vielmehr ein Unterdrücken von kritischen Meinungen und die Möglichkeit für Festland China in Hongkong Fakten zu schaffen, die es eigentlich gesetzlich gar nicht so gibt oder geben dürfte. Sie haben sicherlich in den letzten Wochen ganz viel von dem sogenannten Prinzip Ein Land, zwei Systeme gehört. Das bedeutet im Grunde, dass seit der Übergabe Hongkongs an China zurück von Großbritannien 1997 ein Vertrag geschlossen wurde, die sogenannte Joint Declaration, die besagt, dass für die nächsten 50 Jahre Hongkong bestimmte Freiheitsrechte gewährt bleiben. Und diese Freiheitsrechte, die eben in Festland China nicht gelten, sind den Hongkongern aber belassen. Das sind zum Beispiel Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit. Und all das wird durch dieses Sicherheitsgesetz nun angefasst und so verändert, dass die Hongkonger Bevölkerung eben sagt, dieses Prinzip Ein Land, zwei Systeme, das gibt es so nicht mehr. Und wenn wir
dieses Agieren von China im weltweiten Systemwettbewerb, im Wertewettbewerb sehen, dann glauben wir, dass es vor allen Dingen in Corona-Zeiten im Schatten von Corona passiert, weil die öffentliche Aufmerksamkeit eben sehr stark auch momentan auf wie geht Politik, wie geht die Weltgemeinschaft eben mit dieser besonderen Situation um, liegt und nicht so sehr darauf, wie gehen eigentlich einzelne Staaten mit der Situation um und was passiert im Schatten von Corona. Und genau da erleben wir momentan einen Rückschritt von Menschenrechten und von Menschenrechtsschutz. China ist da nur ein Beispiel, aber wir können auch nach Europa gucken. Präsident Orbán in Ungarn versucht gerade oder hat es erfolgreich hinbekommen, ein Gesetz durch das Parlament zu bekommen, dass er bis auf Weiteres erstmal per Dekret regiert. Das heißt, das Parlament hat seine eigene Kompetenz ausgesetzt und lässt Präsident Orbán nun schalten und walten. Alles als Rechtfertigung dafür, dass die Corona-Situation es nicht anders zulässt. Die Herausforderung wird sein, genau hinzuschauen, dass diese Rechte, diese Menschenrechte, die eingeschränkt werden, und da gehören natürlich auch Oppositionsrechte dazu, nach der Corona-Krise, in der wir immer noch sind, auch wieder zurückgenommen werden. Und wir gehen davon aus, dass das nicht in allen Ländern passieren wird. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne zum Abschluss eine Geschichte erzählen, die sich ganz konkret mit dem UN-Menschenrechtsrat beschäftigt. Der UN-Menschenrechtsrat ist ein Gremium, in dem viele Länder der Weltgemeinschaft organisiert sind, wo es ausschließlich darum geht, die Menschenrechtslage in diesen Ländern zu überprüfen, zu beurteilen und entsprechend zu diskutieren. Und in dem Menschenrechtsrat gibt es regelmäßig stattfindende Überprüfungsmechanismen. Der sogenannte UPR, der Universal Periodic Review, in dem sich jedes Land in regelmäßigen Abständen, 4 bis 5 Jahre, im Grunde auf öffentlicher Bühne der Kritik und den Anmerkungen der anderen Mitgliedsländer in diesem Gremium stellt und erst einmal informiert darüber, wie die Menschenrechtslage, ein Beispiel Deutschlands, in Deutschland in den letzten 4 bis 5 Jahren vorangekommen ist und dann Kritik und Empfehlungen von allen anderen Staaten entgegennehmen kann, wie sie diese Menschenrechtslage eben noch verbessern können. Weil das gehört auch dazu, die Ehrlichkeit, dass wir auch in der Bundesrepublik einen sehr hohen Menschenrechtsschutz haben, aber auch an der einen oder anderen Stelle noch nachbessern können. Wenn ich zum Beispiel in die Situation von zu pflegenden Menschen schaue oder in Erstaufnahmelager. Frau Dr. Rudolph ist da Expertin, die hat auch sehr viel zu dieser Thematik gearbeitet und publiziert. Was ich damit sagen will, ist, Deutschland stellt sich auf dieser öffentlichen Bühne dem Urteil aller anderen Nationen, um selber auch in regelmäßigen Abständen Kritik und Anmerkungen anderen Ländern zu geben. Und genau dieses System des UN-Menschenrechtsrates ist eigentlich ein erfolgreiches, weil auch die Nichtregierungsorganisationen in sogenannten Schattenberichten die Möglichkeit haben, auf die Menschenrechtslage einzelner Länder einzugehen und zu kritisieren und anzumerken. Und eigentlich sagt man so im UN-Sprech auch, diese Schattenberichte sind die eigentlich kritischeren Berichte, um die es geht und wo der Finger deutlicher in die Wunde gelegt wird. Von daher lohnt es sich bei diesen UPR-Verfahren auch eben diese Berichte zu lesen. Nun hat jedes Land, und ich durfte damals ein Praktikum mal bei den Vereinten Nationen in Genf machen. Der Menschenrechtsrat sitzt in Genf in einem ganz tollen Saal, der von einem spanischen Künstler designt wurde, wo die Decke tatsächlich aussehen soll oder nachempfunden ist wie der Meeresboden. In diesem Saal stellen sich dann die Staaten eben dem Urteil aller anderen Staaten auf ihre Menschenrechtslage und es stehen jeweils 3 Stunden zur Verfügung. Und die Staaten, die Empfehlungen und Kritik aussprechen können, müssen das vorher anmelden. Und je nachdem, wie viele Staaten sich an dieser Kritik beteiligen möchten, schrumpft die Zeit pro Staat auf teilweise nur 1 Minute oder teilweise unter 1 Minute zusammen. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, es geht dann der Reihenfolge nach das Alphabet durch und ich weiß gar nicht, wer jetzt als erstes kommen würde, aber Ägypten würde beispielsweise anfangen, Deutschland Empfehlungen auszusprechen und hat, weil sehr viele Staaten entsprechende Empfehlungen angemeldet haben,
nur ungefähr 1 Minute und 13 Sekunden Zeit haben, Deutschland Kritik und Empfehlungen auszusprechen. Danach wird das Mikrofon abgedreht und der nächste Staat ist dran. Das ist ein sehr ermüdender Prozess. Und um jetzt sozusagen zu schließen, wie China beispielsweise dieses System für sich politisiert und nutzt, ist folgendermaßen: Die Delegation Chinas geht in Genf im Grunde werbend von Staatentür zu Staatentür und bittet darum, dass doch möglichst viele Staaten mit Kritik und Empfehlungen an die Volksrepublik herantreten, um die Zeit für besonders kritische Staaten niedrig zu halten. Ich glaube, bei China waren tatsächlich nur 45 Sekunden, die Staaten sich äußern konnten. Besonders kritische Staaten wären Australien, Kanada, Schweden, auch die USA. Und diesen Ländern blieb dann aber eben nur sehr, sehr wenig Zeit, Kritik zu äußern. Das heißt, man muss schon sehr, sehr genau abwägen, in welcher Form man die Menschenrechtslage in China beispielsweise anspricht. Ich war damals dabei in Genf, als China 2018 im November überprüft wurde. Und es war eine gespannte Situation, weil man eben diese wenigen Sätze, die es da gab, sehr, sehr genau analysieren konnte und schauen konnte, wie kritisch ein Staat gegenüber der Volksrepublik war. Denn wir wissen alle, China ist ein großer, auch wirtschaftlicher Player. Und viele Staaten sind abhängig davon, wie China mit ihnen umgeht. Das darf uns aber eben nicht vermeiden lassen, auch Kritik zu äußern. Ich glaube, es ist deswegen umso wichtiger, das UN-System und diese Möglichkeiten, die wir da haben, zum Beispiel im Menschenrechtsrat, auszubauen und ernst zu nehmen und immer wieder einzufordern, eben auf dieser öffentlichen Bühne Menschenrechtsverletzungen anzusprechen. Denn die Weltgemeinschaft schaut zu. Und als Fazit und als Forderungen, die ich vielleicht anführen möchte, wir sprechen auf UN-Ebene, Sie haben es vielleicht gestern in den Nachrichten auch gesehen, immer wieder von den sogenannten Geberkonferenzen für bestimmte Konflikte. Jemen war gestern groß in den Nachrichten. Das UN-System ist chronisch unterfinanziert. Wir haben eigentlich auf allen Ebenen einen größeren Finanzbedarf, als er tatsächlich besteht. Und das macht das Ganze so schwierig. Je schlechter UN-Institutionen und zum Beispiel auch der Menschenrechtsrat finanziell ausgestattet sind, desto weniger weit und breit gefächert kann eine Überprüfung von Menschenrechtsverletzungen oder auf die Einhaltung von Menschenrechten vielmehr abgestellt werden. Und das ist das große Problem. Und deswegen sollte Deutschland sich vor allen Dingen jetzt im Rahmen der nicht ständigen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat dafür einsetzen, dass möglichst eine gute finanzielle Ausstattung der UN-Institutionen auf den Weg gebracht wird und auch immer wieder an Partnerländer appellieren, ihren Beitrag zu leisten. Das ist nicht nur Aufgabe Deutschlands oder der USA, die sich, und das wurde von Herrn Dr. Petersen unter anderem angesprochen, auch durchaus aus einigen Institutionen der UN zurückziehen. Was ich im Übrigen denke, was nicht der richtige Weg ist, denn man kann ein System nicht verändern, indem man aus ihm heraussteigt, sondern indem man intern dafür sorgt, dass es verändert wird. Und ich denke, das sollte auch die europäische Botschaft an Präsident Trump sein, dass man die WHO nicht verändern kann, indem man öffentlichkeitswirksam verkündet, Mittel streichen zu wollen. Ich denke, das hat die UN erstens nicht verdient und sie ist tatsächlich auch ein bisschen erhaben über dieserlei Kleinkariertheit, die er dort versucht an den Tag zu legen. Ich glaube, er kommt damit nicht weit und am Ende des Tages wird die UN auch diesen Präsidenten überleben. Von daher bin ich sehr gespannt auf die Diskussion. Ich glaube, dass die UN Menschenrechte schützen muss, es doch an der einen oder anderen Stelle deutlich besser machen muss, aber das haben eben die Mitgliedstaaten in der Verantwortung. Das kann die UN nicht eigenständig beschließen. Da sind sie in der Verantwortung eben der Mitgliedstaaten. Deutschland nimmt da eine wichtige, große Rolle ein. Ich glaube, die füllen wir noch nicht so gut aus, wie wir es könnten. Und vielleicht können wir gleich in der Diskussion noch ein bisschen darüber sprechen, welche Schwerpunkte auch für das nächste Jahr der nicht ständigen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat noch möglich sind. Und mit Blick auf die EU-Ratspräsidentschaft, die ja ab 1. Juli beginnt, auch ein wichtiges Thema. Möchte ich schließen und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen an den Bildschirmen zu Hause und hier im alten Plenarsaal des Landtages. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Güde Jensen.
die wir tatsächlich ja gleich jetzt hier auch im Gespräch begrüßen dürfen in der Podiumsrunde. Und Sie haben es angesprochen, Frau Jensen, natürlich freuen wir uns auch über Ihre Beteiligung. Das geht alles im Netz auf politische-bildung.sh/webtalk. Das ist die Adresse, mit der Sie sich in unser Konferenzsystem dann einwählen können. Da finden Sie den Link dazu, falls Sie uns jetzt gerade über YouTube oder über Kiel TV nur sehen können. Da können Sie nämlich sozusagen sich nicht beteiligen. Das geht nur über die Videokonferenz. Und falls Sie gerade erst reingeschaltet haben, nochmal herzlich willkommen zum Livestream und Webtalk des Schleswig-Holsteinischen Landtags und des Landesbeauftragten für politische Bildung. Heute zum Thema: Können die Vereinten Nationen die Menschenrechte noch schützen? Und ich würde Ihnen einmal gerne nochmal das Podium jetzt hier in der Runde vorstellen. Gerade kennengelernt haben Sie auch Güde Jensen, Mitglied des Bundestags und dort Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Bei uns. Dann zugeschaltet aus Berlin Professor Dr. Beate Rudolph, die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Schön, dass Sie da sind. Und bei uns in Kiel noch dabei Clemens Schade aus der Projektleitung von Model United Nations Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen noch einmal Ihnen allen dreien. Und Frau Jensen, weil wir Sie gerade am Podium schon erlebt haben, ich würde gerne einmal kurz nachfassen zu Ihrer Person. Sie sind seit 2018 die Vorsitzende im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Bundestags, das jüngste Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion, gebürtige Rendsburgerin und haben ein Büro in Kiel und eines in Berlin, sind da ungefähr so hälftig jeweils zu finden. Wo sind denn in Ihrer persönlichen Arbeit die Berührungspunkte zur UN? Also wir haben tatsächlich ganz viele Berührungspunkte. Ich würde vielleicht ein Beispiel geben, weil das in dem Ausschuss, in dem thematisch tätigen Ausschuss Menschenrechte und humanitäre Hilfe manchmal vergessen wird, nicht humanitäre Hilfe. Und Herr Dr. Petersen sprach es, glaube ich, in seinem Grußwort auch an, das UN-Welternährungsprogramm. Das World Food Program ist tatsächlich eine Institution, die es auch aus meiner persönlichen Sicht sehr gut schafft, auch öffentlichkeitswirksam für die UN Werbung zu machen und für ihre Arbeit Werbung zu machen. Das Welternährungsprogramm ist im Grunde dafür zuständig, dort Menschen zu helfen, die wirklich nichts haben, in Krisengebieten leben, die darauf angewiesen sind, zum Teil Nahrung zu bekommen oder teilweise auch Geldkarten, wo sie dann in entsprechenden Shops in Flüchtlingslagern oder eben in der Region, wo sie leben, selber einzukaufen. Und wir haben den Exekutivdirektor David Beasley eigentlich regelmäßig bei uns im Ausschuss oder auch zu Videokonferenzen momentan zu Gast. Die Abgeordneten haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit dem Welternährungsprogramm gemeinsam einige Länder zu besuchen, wo Deutschland als großer Mittelgeber fungiert und sich die Arbeit vor Ort anzugucken. Das ist eine ganz direkte Linie, die wir sozusagen haben. Die sind aber sehr vielfältig. Ich hatte ja vorhin in dem Statement auch gesagt, es gibt die Möglichkeit, im Rahmen von Delegationsreisen nach Genf zu reisen, um eben die Überprüfung der Bundesrepublik vor dem Menschenrechtsrat mitzuverfolgen. Das haben wir 2018 auch im Mai getan als Ausschuss für Menschenrechte. Und von daher sind da Anknüpfungspunkte. Es kommt sehr darauf an, wie sehr man die auch ausspielen möchte. Und das tut der Ausschuss mal mehr, mal minder, je nachdem auch, wie viele Themen so momentan zu bearbeiten sind. Aber wir versuchen eigentlich jedes Jahr auch einmal an die Orte der Vereinten Nationen zu fahren. Genf ist da momentan etwas näher als Washington oder als New York. Aber der Minister Maas lädt auch immer eine Delegation mit ein. Wir sind da schon, haben gute Anknüpfungspunkte, aber jeder einzelne Abgeordnete nutzt die auch vielleicht nochmal für sich ganz persönlich etwas anders. Und Sie sagen, je nachdem, wie viele Themen auch zu bearbeiten sind, ich könnte mir vorstellen, bei der aktuellen Lage, es sind viele Themen zu bearbeiten, mit Sicherheit. Vielleicht können Sie uns einmal noch mal ein bisschen helfen zu verstehen, bei diesem riesigen Thema Menschenrechte, worin besteht eigentlich Ihre tägliche Arbeit? Also die tägliche Arbeit in der Leitung des Ausschusses, das muss man sich eigentlich vorstellen, wie... Also manchmal ist das ein bisschen wie ein Hort von Kindern, die unterschiedliche Ideen haben, zu hüten. Und manchmal ist das sehr staatstragend. Die Leitung des Ausschusses besteht im Grunde darin, am Mittwochnachmittag 3 Stunden eine Tagesordnung
durchzuleiten und Tagesordnungspunkte und Wünsche aller Fraktionen zu berücksichtigen. Das heißt, wir haben manchmal ein sehr bunt gemischtes Programm von der Lage im Kamerun über eine Unterrichtung mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte als öffentlichem Tagesordnungspunkt, wo also auch die Menschen draußen zuschalten können und im Nachhinein in der Mediathek das verfolgen können. Dann die Lage der Menschenrechte in Indien und eine gemeinsame Erklärung des Ausschusses zur Lage in Hongkong. Und ansonsten arbeitet der Ausschuss so querschnittsübergreifend wie möglich, weil wir zum Beispiel auch Mitberatungen haben aus anderen Ausschüssen, wo wir zumindest auch unser Votum abgeben können. Das heißt dann nicht, dass wir gesetzgebend sind, leider nicht. Ich würde das sehr gerne, dass wir das wären. Dann gibt es zum Beispiel Situationen, wo auch ein Bundeswehrmandat auch bei uns in der Mitberatung ist und der Ausschuss für Menschenrechte genauso sein Votum abgibt. Das unterscheidet sich dann aber in der Fraktionsmeinung, die abgegeben wird, nicht von denen im federführenden Ausschuss, in dem Fall Verteidigung. Von daher, und dann haben wir die Möglichkeit, eben Gäste in den Ausschuss einzuladen. Da sind wir sehr frei, solange eine Fraktion einen Gast wünscht und man das in der Tagesordnung entsprechend organisiert bekommt, wird dieser Gast dann auch eingeladen oder eben, wie gesagt, zugeschaltet. Und deswegen ist es im Grunde eine Art Sitzungsmarathon, wie man das auch aus anderen Parlamenten und Landtagen und dem Europaparlament kennt, mit eben der Besonderheit, dass wir, das sage ich ganz häufig, weil mir das wichtig ist, wir in dem Ausschuss nicht darum streiten, ob es Menschenrechte gibt oder ob sie wichtig sind, geschützt zu werden, sondern wie wir dahin kommen, dass Menschenrechte besser geschützt werden. Da kann man jetzt drüber streiten, ob da alle Fraktionen am gleichen Strang ziehen. Das ist nicht immer der Fall. Aber ich sage mal so, über Grüne, Union, SPD und FDP sind wir häufig deutlich einiger als in anderen Ausschüssen. Und das macht die Arbeit dann nochmal auf eine andere Art und Weise spannend. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie fordern einerseits eine bessere finanzielle Ausstattung der UN und auch durchaus würden Sie sich wünschen, dass Deutschland eine aktivere Rolle einnimmt bei der Verurteilung von Menschenrechtsverstößen im Ausland. Bevor wir dazu weiter sprechen und womöglich auch in Diskussion kommen, lassen Sie uns ruhig einmal nochmal den Blick auf die Menschenrechte in Deutschland werfen. Sie haben es auch schon angesprochen, gerade in Ihrem Vortrag. Gerade letzte Woche ist bei Ihnen im Ausschuss der Jahresbericht zur Lage der Menschenrechte in Deutschland vorgestellt worden vom Deutschen Institut für Menschenrechte mit seiner Direktorin Professor Dr. Beate Rudolph. Hallo erstmal nach Berlin, Frau Rudolph. Ja, guten Abend nach Kiel. Ich freue mich, dabei zu sein bei dieser spannenden Diskussion. Wir freuen uns auch und wir freuen uns, dass wir Sie hören und sehen können. Und alles klappt bisher. Das ist schon mal ein guter Start auf jeden Fall. Frau Rudolph, das Deutsche Institut für Menschenrechte ist ja eine neutrale Institution, also politisch unabhängig. Sie leiten sie seit 2010. Ihre Aufgabe ist im Grunde, darauf zu achten, dass die Menschenrechte eingehalten und gefördert werden im Ausland, aber auch im Inland. Wie steht es denn mit den Menschenrechten bei uns im Land? In dem Bereich haben wir ja, welche Baustellen? Ja, also ich greife vielleicht mal auf, worauf Sie schon angesprochen haben. Das Institut ist ja die nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands. Das heißt, wir haben einen gesetzlichen Auftrag als unabhängige Institution dazu beizutragen, dass Deutschland die Menschenrechte achtet, schützt und fördert. Und dies vor allem in Deutschland, aber natürlich auch in seiner Arbeit, in seinem Handeln nach außen. Wir haben in unserem, deshalb auch die Aufgabe, alljährlich einen Bericht zur Entwicklung der Menschenrechtslage in Deutschland vorzulegen. Da greifen wir immer Schwerpunktthemen heraus. Wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr, in dem Bericht 2019, uns mit der Situation von wohnungslosen Menschen in Deutschland befasst. Also mit der Frage, wie werden Menschen untergebracht, die ihre Wohnung verloren haben? Denn die Kommunen sind verpflichtet, die Menschen unterzubringen. Und wir haben dort in unserer Untersuchung festgestellt, dass die Art der Unterbringung sehr variiert, dass aber etwa ein Drittel der Menschen 2 Jahre und länger in diesen Einrichtungen lebt. Und wir kommen zu der Einschätzung, dass deshalb die Maßstäbe, die für eine Notunterbringung vorgesehen sind, dann nicht mehr ausreichend sind. Also insofern sagt das Deutsche Institut für Menschenrechte, wir brauchen
höhere Standards für die Unterbringung von wohnungslosen Menschen in Deutschland, eben aus der Unterbringung in großen Einrichtungen hinaus, in Einzelunterbringung. Und wir sehen ja jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten, wie wichtig das ist, denn in diesen, in vielen dieser Unterkünfte ist gar nicht die Möglichkeit, sich ordentlich etwa physisch zu distanzieren, sich selber auch zurückzuziehen und sich vor Corona zu schützen. Also das nur als ein Beispiel. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, warum die Vereinten Nationen den Staaten der Welt empfohlen haben, dass jeder Staat eine nationale Menschenrechtsinstitution haben soll. Weil es eben darum geht, dass es einen vom Staat finanzierten Akteur gibt, der unabhängig den Finger in die Wunden legt und deutlich macht, hier ist ein Handlungsbedarf. Und vielleicht noch, wenn ich darf, ein kurzer Blick sozusagen das Ausland mit an Bord zu nehmen. In Deutschland gibt es ja den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Und da geht es darum, sicherzustellen, dass deutsche Wirtschaftsunternehmen im Ausland selber nicht zu Menschenrechtsverletzungen beitragen und Menschenrechte achten. Und wir haben deshalb uns angeschaut, wie es eigentlich sichergestellt, dass Menschen, die von deutschen Unternehmen in ihren Rechten verletzt werden oder jedenfalls glauben, dass das der Fall gewesen sei, dass diese sich beschweren können, wirksam auch Abhilfe bekommen können. Und wir sehen da durchaus Handlungsbedarf auch auf deutscher Seite, sowohl was die deutsche Beschwerdestelle angeht, als auch die Unterstützung, die es braucht durch Deutschland an Staaten des globalen Südens, um dort Institutionen zu stärken, damit Menschen eben zu ihrem Recht kommen. Wir haben von Frau Jensen gerade auch schon so ein paar Stichworte gehört von den Themen, die sie im Menschenrechtsausschuss beschäftigt. Hongkong natürlich, dann Covid-19 auch. Sind das Themen, die Sie momentan auch besonders beschäftigen oder was liegt bei Ihnen gerade oben auf? Also natürlich ist auch für uns ganz wichtig zu sehen, wie sind die Antworten Deutschlands auf Covid-19, welche Maßnahmen werden ergriffen, sind diese Maßnahmen mit Menschenrechten vereinbar? Und wir haben deshalb auch sehr früh schon darauf hingewiesen, dass einerseits die Maßnahmen, die ergriffen werden, immer zeitlich begrenzt sein müssen. Sie müssen immer wieder überprüft werden, denn Regierung und Parlament arbeiten unter mit begrenztem Wissen, das Wissen über das Virus, die Ansteckungswege, die Schutzmöglichkeiten wächst, aber ist immer noch natürlich nicht hinreichend. Insofern ist menschenrechtlich geboten, immer auch zu prüfen, ob die ergriffenen Maßnahmen ihr Ziel erreichen. Und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, es muss eben auch immer wieder überprüft werden, welche weiteren Effekte haben solche Maßnahmen auf die Rechte von Menschen. Frau Jensen hat zu Recht schon auf die Situation etwa in Pflegeeinrichtungen hingewiesen. Es geht aber auch um die Situation etwa von Frauen, die infolge der Ausgangsbeschränkungen Gewalt erleben in größerem Maße als bisher und die Schwierigkeit für Frauen Rat und Schutz zu bekommen. Wir sehen also hier, dass ein Handlungsbedarf, der schon vor der Krise da war, jetzt noch verstärkt ist. Gleiches gilt für die Situation von Kindern. Sowohl Schutz vor Gewalt zu Hause, aber auch das Recht von Kindern auf Bildung. Und das bedeutet aus einer menschenrechtlichen Perspektive, dass der Fokus sich richten muss darauf, wie kann sichergestellt werden, dass alle Kinder ihr Recht auf Bildung in Deutschland verwirklichen können. Wie kann also sichergestellt werden, dass Kinder, bei denen etwa, weil sie in Armut leben, die Bedingungen schlecht sind, um zu lernen, die vielleicht keinen Internetzugang haben, die keinen Ort haben, wo sie in Ruhe lernen können, wie können diese Kinder unterstützt werden, damit sie auch weiter Bildung genießen können, aber auch insgesamt. Wie kann sichergestellt sein, dass alle Kinder in dieser wichtigen Phase der Entwicklung, ihrer eigenen persönlichen Entwicklung, eben Bildung erleben. Und das bedeutet, dass auch auf die Kinder gehört werden muss. Das ist etwas, was wir in den vergangenen Wochen aus meiner Sicht nicht hinreichend erlebt haben. Es wurde über Kinder entschieden, über
Schule und Kita-Öffnungen oder Nichtöffnungen, aber Kindervertretungen von Kindern, von Schülern, Schülerinnen sind nicht systematisch einbezogen worden. Das alles sind Aufgaben, also das beobachten wir, das kritisieren wir, wir machen Anregungen, wie das besser gelingen kann. Denn es ist klar, wenn der Staat jetzt Maßnahmen ergreift, dann muss er eben sicherstellen, dass alle Menschen gleichermaßen geschützt werden, aber auch alle Menschen gleichermaßen ihre Menschenrechte ausüben können. In der Tat wichtige Themen, und vielleicht hätte man die gar nicht als allererstes im Kopf gehabt, wenn man sich über das Thema Menschenrechte auf der Welt Gedanken macht. Das Institut ist ja neutral, aber mit öffentlichen Geldern finanziert. Trotzdem natürlich unabhängig, ne, von Politik und den Regierungsinstitutionen. Was würden Sie sagen, sind die Vereinten Nationen aber dennoch Impulsgeber für Ihre Arbeit? So habe ich Sie vorhin ein bisschen verstanden. Oder wie würden Sie da den Bezug herstellen in der Zusammenarbeit? Ganz genau. Also die nationale Menschenrechtsinstitutionen wurden geschaffen, um die Menschenrechte nach Hause zu bringen. Das heißt, wir haben als nationale Menschenrechtsinstitution den Auftrag, das, was an Entwicklung von Menschenrechten auf der internationalen Ebene bei den Vereinten Nationen, aber auch auf regionaler Ebene, also im Europarat, was dort an Entwicklung geschieht, eben nach Deutschland zu bringen, in die Debatte zu bringen. Und zum Beispiel hätten wir in Deutschland keine Debatte über Kinderrechte ins Grundgesetz, wenn es nicht die UN-Kinderrechtskonvention gäbe. Also das ist sozusagen eine wichtige Funktion, die wir haben, diese Diskussionen nach Deutschland zu bringen, diese Erkenntnisse auch, die noch einmal etwas grundsätzlich in Frage stellen, was vielleicht bisher gar nicht gesehen worden ist. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist insoweit ein gutes Beispiel, weil erst durch die Behindertenrechtskonvention wirklich auch bei uns in Deutschland angekommen ist, was die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen bedeutet und welche Anstrengungen wir als Land insgesamt unternehmen müssen, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen in gleicher Weise zu schützen und zu verwirklichen wie die Rechte von Menschen ohne Behinderungen. Also insofern wichtiger Impulsgeber, Vereinte Nationen. Wir sind aber auch, wir geben selber auch Impulse an die Vereinten Nationen. Frau Jensen hat ja das allgemeine periodische Überprüfungsverfahren genannt und die Parallelberichte oder Schattenberichte. Auch wir als nationale Menschenrechtsinstitution geben Berichte ab an die UN-Gremien im allgemeinen periodischen Überprüfungsverfahren, genauso wie bei den unabhängigen Vertragsausschüssen, die die Einhaltung der Menschenrechtsverträge überprüfen. Und damit tragen wir dazu bei, dass das Monitoring, die Überwachung Deutschlands durch die Menschenrechtsgremien fokussiert wird, dass die richtigen Fragen aufgegriffen werden, dass gute Empfehlungen gemacht werden, die Deutschland dann eben als Hausaufgaben gewissermaßen mitbekommt und umsetzen muss. Und Sie haben die Kinderrechtskonvention erwähnt, die Behindertenrechtskonvention. Also da gibt es einen ganzen Schatz an verschiedenen Maßnahmen, an Impulsen, die durch die UN eben auch nach Deutschland gekommen sind. Und ich glaube, so einfach der Grundgedanke der UN ist, nämlich dass man sich mit den Staaten zusammentut, um gemeinsam auch langfristigen Frieden zu sichern. Das ist ja etwas, da können wir uns alle, glaube ich, dahinter stellen, dass das eine gute Grundidee ist und eine sehr einfache Grundidee. Und so komplex ist ja aber mitunter dann das System UN und die weit verzweigte Organisation als solche. Ein Projekt, bei dem man die Arbeitsweisen der Vereinten Nationen am eigenen Leib im Grunde erfahren und ausprobieren kann, das ist Model United Nations Schleswig-Holstein, kurz MUN-SH. Ein Planspiel, könnte man sagen, bei dem rund 450 Schülerinnen, Studentinnen, Studierende zusammenkommen und 5 Tage lang Konferenzen der UN simulieren. Aus der Projektleitung ist heute bei uns Clemens Schade. Moin nochmal. Hallo. Herr Schade, erst haben Sie selbst mitgemacht bei MUN-SH. Inzwischen engagieren Sie sich schon seit einigen Jahren im Organisationsteam. Inwieweit spielt denn das Thema Menschenrechte auch bei den jährlichen Konferenzen eine Rolle? Ja, also Menschenrechte ist natürlich eines der zentralen Themen der Vereinten Nationen. Und insofern spielen die Menschenrechte auch bei unseren simulierten Konferenzen immer eine große Rolle. Ich will das vielleicht auf 3 Ebenen darlegen, inwiefern Menschenrechte bei uns vorkommen. Natürlich erstmal inhaltlich. Also der Verein, der hinter MUN-SH steht und der auch noch 2 weitere Planspiele in Deutschland organisiert,
der gibt sich jedes Jahr ein Jahresthema, woran wir also unsere gesamte Arbeit ausrichten. Und 2018 war das anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eben auch Menschenrechte, beziehungsweise das Spannungsfeld zwischen dem universellen Anspruch der Menschenrechte und der Wirklichkeit, die ja eben doch häufig, muss man sagen, anders aussieht. Dieses Jahr haben wir beispielsweise die nachhaltigen Entwicklungsziele als übergeordnetes Jahresthema und jetzt gerade erst bei einer Pressekonferenz hat ja der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, auch wieder verknüpft, wie eng Menschenrechte und die nachhaltigen Entwicklungsziele eigentlich zusammenhängen. Mhm. Vor allem kommen natürlich die Menschenrechte aber in den Gremienthemen vor. Also wir simulieren diverse Gremien der Vereinten Nationen auf unseren Konferenzen, unter anderem immer den Menschenrechtsrat. Mhm. Dieses Jahr hätte der Menschenrechtsrat auch wieder drei Themen diskutiert, wenn die Konferenz nicht wegen Covid-19 leider ausgefallen wäre. Sie hätten über die Auswirkungen von Analphabetismus auf die Wahrnehmung von Menschenrechten gesprochen, über die Menschenrechtslage in der Demokratischen Republik Kongo und Frau Professor Rudolph hat es auch schon angesprochen, über die Einhaltung von Menschenrechtsstandards in transnationalen Unternehmen. Also wir greifen uns dann immer diverse Themen raus, versuchen ein bisschen die Arbeit des Menschenrechtsrates abzubilden und die Probleme dann auch aufzuzeigen. Natürlich kommt aber auch in anderen Gremien Menschenrechte vor. Ich sagte es ja schon, das ist eines der wichtigsten Themen der Vereinten Nationen. Die zweite Ebene ist vielleicht die persönliche Ebene. Denn die Teilnehmenden vertreten ja bei uns Staaten, also Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Und man muss ja leider sagen, dass nicht in allen Staaten die Menschenrechte so gut geachtet werden wie hier und andere Staaten auch einen anderen Blick auf Menschenrechte haben und andere Menschenrechte auch für unterschiedlich wichtig halten. Insbesondere fällt es beispielsweise beim Recht auf freie Meinungsäußerung oder Religionsfreiheit auf, ne? Aber es gilt für alle anderen. Und die Teilnehmenden müssen sich also jetzt in die Rollen dieser Staaten hineinversetzen und verstehen so, vielleicht auch zum ersten Mal, dass Menschenrechte nicht so selbstverständlich sind, wie sie für uns in Deutschland häufig scheinen. Mhm. Und verstehen diese Kontroversen, die auf internationalem Parkett geführt werden über Menschenrechte, obwohl man hier in Deutschland eigentlich häufig denken würde, Menschenrechte einzuhalten, ist ganz selbstverständlich. Und dadurch wird, glaube ich, auch aufgezeigt, wie wichtig es doch eigentlich ist, sich für Menschenrechte einzusetzen. Auch hier in Deutschland, wo die Lage doch eigentlich relativ gut zu sein scheint, muss man sagen, auch hier müssen wir uns dafür einsetzen, dass Menschenrechte weltweit eingehalten werden. Und diese Erfahrung wollen wir dann natürlich auch immer davor und danach in Workshops reflektieren, um das wirklich auch gut aufzuarbeiten. Und die dritte, vielleicht die wichtigste Ebene, ist eigentlich das, praktizierte Menschenrechte, also dass wir uns bei unseren Sitzungen eben auch wirklich dafür einsetzen, dass kein Hate Speech stattfinden kann, dass wir menschenrechtsverachtende Äußerungen immer, natürlich vielleicht nicht während der Simulation, wenn ein Staat die tätigt, aber dann doch spätestens in der Aufbereitung wieder aufgreifen und nichts einfach so stehen lassen, dass wir eben bei unseren Sitzungen dafür sorgen, dass alle Teilnehmenden sich wohlfühlen und auch das Gefühl haben, in ihren Rechten geachtet zu sein. Mhm. Nun haben Sie selbst, ich habe es gerade gesagt, ja auch als Teilnehmer diese Konferenzen miterlebt, bevor Sie sie jetzt organisieren. Was passiert da in einem? Also ich stelle mir vor, es ist ja ein komplexes System UN, das man erstmal so kennenlernt und dann beginnt man sich da reinzuarbeiten. Mit welchen Erkenntnissen, was hat Sie vielleicht auch berührt irgendwie in den eigenen Konferenzen, die Sie so miterlebt haben als Teilnehmer? Ja, also ich glaube, dass das Wichtigste, was man verstehen muss und was einen wirklich, wenn man als Schülerin oder Schüler sich anfängt, damit auseinanderzusetzen, ist, wie schwierig es eigentlich ist, auf internationaler Ebene überhaupt Kompromisse zu finden. Also wir haben schon das Gefühl, und das ist sicher auch so, dass in nationalen Parlamenten kontroverse Debatten geführt werden, aber auf internationaler Ebene ist es nochmal auf einem ganz anderen Level, denn da stoßen ja allein schon unterschiedliche politische Systeme aufeinander. Und die Grundwerte, die wir hier haben, und auch wenn Menschenrechte eigentlich universell anerkannt sind, muss man sagen, doch die praktizierten Menschenrechte sind in den Staaten durchaus unterschiedlich. Also diese Systeme und diese Lebensrealitäten stoßen aufeinander. Und wie man dann erleben kann, wie dennoch Kompromisse auch möglich sind. Mhm. Und wenn man sieht, wie die Vereinten Nationen auch in vielerlei Situationen wirklich das Leben von Menschen verbessert und gerettet haben, bei aller Kritik, die man an den Vereinten Nationen äußern kann. Sie sind extrem wichtig und zu sehen, wie auch in Einzelfällen das dann passiert, wenn man beispielsweise etwas debattiert wie die Menschenrechtslage in der Demokratischen Republik Kongo und sich dann wirklich auch in der Recherche, man bereitet sich ja auch vor, mit den Geschichten der Menschen auseinandersetzt, das hat zumindest in mir den Blick dafür geschaffen, dass die Welt eben wirklich nicht so
nicht so schön aussieht, wie sie uns hier in Deutschland häufig scheint. Und man muss sagen, das kommt im Leben und in der Realität der Jugendlichen eigentlich nicht vor. Mhm. Sonst. Sie kommen ursprünglich aus Kiel, studieren inzwischen in Heidelberg Mathematik und politische Ökonomie. Sie haben mir im Vorgespräch auch schon gesagt, politische Arbeit, ja, doch. Könnten Sie sich auch vorstellen, da inhaltlich dabei zu bleiben, in einer beratenden Rolle womöglich? Ich unterstelle Ihnen jetzt auch nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe, eine gewisse Begeisterung für die UN. Treffe ich damit ins Schwarze oder fühlen Sie sich falsch beschrieben? Nein, das ist absolut zutreffend. Und ich denke, jetzt auch beim Thema Menschenrechtsschutz muss man sagen, die Vereinten Nationen müssen meiner Meinung nach die zentrale Rolle beim Schutz der Menschenrechte einnehmen. Und man muss hier, finde ich, auch differenzieren, also die Vereinten Nationen als Organisation und zwischen den Vereinten Nationen als Gemeinschaft der Mitgliedstaaten. Denn diese Differenzierung wird meiner Meinung nach häufig nicht klar genug gemacht. Denn die Vereinten Nationen selbst, muss man sagen, als Organisation haben ein wirklich großes Menschenrechtsschutzsystem geschaffen mit den Verträgen und Abkommen, natürlich der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, mit dem Menschenrechtsrat, mit den ganzen Expertengremien, die dann auch die Einhaltung der Verträge überwachen. Wie effektiv das Ganze sein kann, hängt aber immer letzten Endes von der Bereitschaft der Mitgliedstaaten ab, sich da einzubringen. Und da muss man sagen, sind die Bevölkerung der Staaten in der Verantwortung. Also wir alle sind in der Verantwortung, die Bundesrepublik Deutschland dazu aufzurufen, sich für Menschenrechte einzusetzen, selber natürlich eine menschenrechtskonforme Politik zu betreiben, aber sie auch einzufordern auf internationaler Ebene. Und da sind die Vereinten Nationen die zentrale Organisation. Und insofern, ja, ich bin ein absoluter Enthusiast für die Vereinten Nationen. Und das ist aber natürlich auch genau der Knackpunkt, ne? Also diese Grundidee und die Vereinten Nationen als Organisation, die ganz viele wichtige Impulse gesetzt hat, das ist das eine. Und das zweite ist aber natürlich, wie scharf ist dieses Instrument UN, wenn es jetzt im Konkreten darum geht, eben Menschenrechtsverstöße auch zu verurteilen oder zu sanktionieren auch. Und Frau Jensen, Sie haben vorhin schon ein bisschen durchblicken lassen, dass die UN Ihrer Einschätzung nach jetzt nicht so schlagkräftig ist aktuell, wie sie eigentlich sein könnte vielleicht. Worin zeigt sich das? Ich würde beim Beispiel China bleiben. Wenn wir die Menschenrechtsverletzungen jetzt mal nicht nur in Hongkong betrachten, sondern an der muslimischen Minderheit der Uiguren. Das war ein Thema, was Ende letzten Jahres vor allen Dingen in der Presse hochkochte, die sogenannten China Cables, die Journalisten zutage gefördert hatten, dass es tatsächlich sogenannte Umerziehungs- und Internierungslager für circa 1 Million Uiguren, also die muslimische Minderheit in China, gibt, wo denen systematisch abtrainiert wird, ihre Religion auszuüben, ihr Leben so zu leben, wie sie es kennen. Und die UN könnten beschließen oder mandatieren, eine Untersuchungskommission, eine Beobachtungskommission nach Xinjiang in diese Region, wo die Umerziehungslager unter anderem sind, zu schicken, um zu überprüfen, wie die Lage vor Ort ist. Das Problem ist nur, dass China oder die Volksrepublik diese Untersuchungskommission nicht in die Länder oder in diese Region lässt. Gleiches ist zum Beispiel auch auf der Krim der Fall. Also die Menschenrechtsbeauftragte des Europarates beispielsweise, Frau Mijatovic, die ist nicht in der Lage, ihren Job zu machen, weil ein Land wie Russland die Krim nicht nur annektiert und für sich beansprucht, sondern dann auch noch sagt, eine UN-Organisation oder eine UN-Kommission, die Aufklärungsarbeit macht und die ist dort nicht willkommen und die lassen wir auch entsprechend nicht rein. Und das ist das große Problem, dass eben, was heißt Problem? Also wir haben ja ein Bündel an souveränen Staaten, die natürlich auch ihrer Souveränität nicht abgesprochen werden sollen. Aber die Herausforderung ist, dass sie sich trotzdem zu entsprechenden Abkommen und Verträgen verpflichtet haben und im Rahmen dessen eben auch eine unabhängige Beobachtung zulassen sollten. Mhm. Aber man an diesem Punkt immer wieder kommt, dass eben diese Aufklärungen nicht in dem Maße durchgeführt werden können, wie man sich das wünschen würde und entsprechend deswegen auch eine Verurteilung von Menschenrechtsverletzungen so schwierig möglich ist. Mhm. Der Internationale Strafgerichtshof zum Beispiel oder eben auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das sind Gremien, die wichtige Urteile verkünden, aber um beim Menschenrechtsgerichtshof zu bleiben, diese Urteile werden dann zum Beispiel von Russland oder von der Türkei
nicht umgesetzt, weil sie die Gerichtsbarkeit zwar auf dem Papier irgendwann mal anerkannt haben, aber am Ende gibt es keine wirkliche Konsequenz, außer das sogenannte Naming oder Blaming and Shaming, dass sie zu dieser Einhaltung von bestimmten Urteilen auch aufruft. Und dieses ganze Konstrukt macht es so schwierig. Also die Diplomatie spielt eine große Rolle. Und vielleicht der letzte Punkt, in Corona-Zeiten, glaube ich, ist noch gar nicht abzusehen, wie diese Diplomatie, die sonst zum Beispiel am Rahmen oder am Rande von Gipfeln stattfindet, in Vier-Augen-Gesprächen jetzt stattfinden kann, wo ja alles per Videokonferenz organisiert wird und Heiko Maas vielleicht seinen Amtskollegen von Argentinien in einem Videocall beiseite ziehen müsste. Also was kann man noch gar nicht wirklich absehen, welche Auswirkungen das hat. Und das macht das momentan so schwierig. Und deswegen ist es eigentlich auch schön, dass Model United Nations SH die Möglichkeit bietet, Jugendlichen schon sehr früh zu zeigen, was bedeutet es am Ende, einen Kompromiss zu erlangen, der möglicherweise sehr, sehr verwässert ist von dem ursprünglichen Antrag, den man eigentlich stellen wollte, aber möglicherweise trotzdem eine Großzahl an oder eine Vielzahl an Staaten am Tisch behält. Aber Durchsetzung von Menschenrechten geht nicht in allen Staaten, vor allem nicht die Ahndung. Und das ist das große Problem, weshalb die UN manchmal abgetan wird, was schade ist. Und das liegt einerseits eben an den Staaten selbst, die dann entsprechende Kommissionen nicht ins Land lassen oder dann auf Urteile von den entsprechenden Gerichtshöfen einfach dann nicht umsetzen. Frau Rudolph, sehen Sie die Problematik ähnlich gelagert? Liegt es im Grunde oder scheitert es im Grunde dann eben an den einzelnen Mitgliedstaaten? Ja, in der Tat. Ich glaube, das ist die große Schwierigkeit der Verwirklichung von Menschenrechten. Dass auf der einen Seite es die Staaten sind, die selber durch die Menschenrechte gebunden sind, dass sie aber auch natürlich in ihrem Staat das Gewaltmonopol haben und dass es eben deshalb für andere Staaten extrem schwierig ist, auf einen Staat einzuwirken, der Menschenrechte systematisch missachtet. Wir haben eben keine Weltpolizei, die sozusagen die Beachtung der Menschenrechte erzwingen kann oder kein Gerichtsvollzieher, kein Internationalen, der die Urteile von Gerichten durchsetzen kann. Und deshalb braucht es die Arbeit daran, dass Staaten es akzeptieren, dass sie durch Menschenrechte gebunden sind und dass sie sich auch daran halten. Und Herr Schade hat ganz richtig gesagt, da hat die Bevölkerung natürlich eine ganz wichtige Aufgabe, indem sie eben von ihrer eigenen Regierung die Beachtung von Menschenrechten konsequent einfordern muss, und zwar sowohl im eigenen Land wie auch den Einsatz einfordern für die Menschenrechte in anderen Ländern. Und natürlich gibt es dann auch, es gibt Möglichkeiten, Menschenrechte durchzusetzen. Denken Sie an die sogenannten smarten Sanktionen. Also es gibt schon die Möglichkeit, etwa die Regierung eines Landes mit Sanktionen zu belegen, Reiseverhinderung beispielsweise, Konten einzufrieren bei schweren Menschenrechtsverletzungen. Aber das ist sozusagen immer erst das letzte Mittel. Es muss darum gehen, in der Politik, in der Menschenrechtspolitik eben von Staaten konsequent die Beachtung von Menschenrechten einzufordern. Und ich glaube, das ist auch etwas, bei dem deutlich werden muss, Menschenrechte sind etwas Verbindliches. Die Staaten haben sich freiwillig den Menschenrechten unterworfen. Sie haben Verträge ratifiziert. Daran müssen sie sich auch halten. Frau Jensen hat ja eingangs das Beispiel Hongkong genannt. Und hier wird ganz deutlich, dass wenn China etwas nicht einhält, was es vor langer Zeit in einem Übereinkommen, in einer Vereinbarung versprochen hat, dass dann natürlich die Frage sich stellt, auf was kann man sich eigentlich verlassen bei dem Staat? Kann man eigentlich mit diesem Staat Investitionsschutzabkommen abschließen, wenn er doch Verträge missachtet, wenn es ihm nicht in den Kram passt? Also sozusagen diese Bedeutung klarzumachen, dass wer Menschenrechte nicht beachtet, seine Verpflichtungen aus Verträgen nicht beachtet, eben ein unsicherer Kantonist ist, mit dem auch die Zusammenarbeit in anderen Feldern eben schwierig wird. Aber all das
ändert nichts daran, dass der Staat, der die Menschenrechte verletzt, derjenige ist, der auch aus sich heraus die Menschenrechte beachten muss und dass andere Staaten und auch, also alleine, aber auch über die Gremien der Vereinten Nationen immer nur eine, sozusagen, eine unterstützende Funktion haben können, aber letztlich nicht die Hauptverantwortung des Staates, der die Menschenrechtsverletzungen begeht, dadurch geleugnet werden darf, sondern dieser Staat ist es, der an seine Verpflichtungen erinnert werden muss. Also Sie sagen, es gibt durchaus Sanktionen, allerdings kann man schon auch den Eindruck haben, dass es auch uns manchmal, also als Deutschland, leicht fällt, Menschenrechtsverstöße in Staaten zu monieren, in denen die Menschenrechte sowieso sehr stark eingeschränkt sind, wohingegen, also was ja gut ist, ne? Wohingegen aber, wenn es dann darum geht, Menschenrechtsverstöße in Staaten vielleicht auch mal anzusprechen oder zu verurteilen, mit denen es eben wirtschaftliche wichtige Verbindungen gibt oder wo die diplomatischen Beziehungen irgendwie stark verflochten sind, das auch schon anders aussieht. Sind wir da mitunter auch auf einem Auge blind, Frau Jensen? Wir sind es manchmal, aber ich würde mir wünschen, dass das nicht passiert, weil am Ende des Tages, und da können wir auch wieder bei China bleiben, geht ja ein wirtschaftliche Freiheit und gesellschaftliche Freiheit, das, was manchmal auseinandergezogen wird, ja nur miteinander. Ich bin zu 100% überzeugt, dass dieses System, was die Volksrepublik gerade aufbaut, irgendwann in sich zusammenbrechen wird, weil es irgendwann an dem Unwillen der Menschen scheitern wird, total überwacht zu werden und gegängelt zu werden. Und Frau Dr. Rudolph sprach es an, das, was China da ja getan hat jetzt, ist Vertragsbruch begangen. Und man kann versuchen, und da bin ich von überzeugt, dass das am Ende auch die notwendigste Möglichkeit ist, zu sagen, ein Staat, der Verträge bricht, der ist doch auch nicht in der Lage zu versichern, dass er wirtschaftliche Verträge einhalten kann. Mhm. Und das ist ein, aus meiner Sicht, Nachteil, den China erstmal wieder gut machen muss. Und dieses Vertrauen, was sie verspielt haben, muss auch von der internationalen Weltgemeinschaft eingefordert werden, dass das erstmal wieder entstehen kann. Und ich glaube, dass China nur klare Sprache versteht, weil nichts anderes tun sie auch. Und solange diese klare Sprache ihnen nicht entgegenschlägt, versucht die Volksrepublik, sich weiter vorzutasten und zu schauen, wie weit sind denn die Grenzen, wie weit können wir denn noch nach vorne, ohne dass es Konsequenzen gibt. Mhm. Und deswegen sind wir manchmal auf dem Auge blind. Ich würde mir auch wünschen, dass die Bundesregierung sich klarer dazu äußert. Mhm. Und das ist auch ein Stück weit ja meine Position aus der Opposition, genau das einzufordern, um auch eben Vorbild zu sein für andere Staaten, das Gleiche zu tun. Mhm. Herr Schade, Sie haben gerade sehr, sehr beifällig genickt bei den Worten von Güde Jensen, dass sie sagte, sie wünschte sich, dass die Bundesregierung da starke Worte findet. Das ist auch so Ihr Gefühl, dass wir da ein bisschen zu vorsichtig manchmal sind? Ja, absolut. Und ich sehe auch die Bundesregierung in der Verantwortung, hier eine europäische Reaktion auch zu koordinieren. Also ich würde zum Beispiel erwarten, dass beim Gipfel im Herbst in Leipzig, wo die europäischen Regierungschefs sich mit Xi Jinping treffen werden, dass da auch diese Sachen angesprochen werden. Und ich muss aber leider sagen, ich bin nicht so sicher, dass das passieren wird. Ich finde, die Bundesregierung oder Deutschland muss sich dafür einsetzen. Aber wird es passieren? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Denn bei all diesen Wünschen, die ich teile, muss man ja sagen, die Realität sieht häufig anders aus. Häufig ist es ein Punkt, dass man sagt, ja, also in diesem Staat können wir das jetzt nicht so kritisieren, denn wir sind auf gute Beziehungen aus wirtschaftlichen Gründen in der Regel angewiesen. Im Juli übernimmt Deutschland die Präsidentschaft im UN-Sicherheitsrat zum zweiten Mal in der aktuellen nicht ständigen Mitgliedschaft. Frau Rudolph, die Bundesregierung will dort die Menschenrechte auch stärker verankern als Thema im Sicherheitsrat. Welche Rahmenbedingungen und Entscheidungsprozesse dafür notwendig sind, das haben Sie gerade in einer Analyse benannt, zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Warum ist der Sicherheitsrat so ein wichtiges Organ, um auch die Menschenrechte zu schützen? Der UN-Sicherheitsrat hat ja nach der Charta der Vereinten Nationen die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens. Und insofern ist er natürlich auch zentraler Adressat von Erwartungen, eben genau den Weltfrieden zu sichern. Und Kofi Annan, der frühere UN-Generalsekretär, hat ja ganz richtig gesagt,
Es gibt keinen Frieden ohne Entwicklung, es gibt keine Entwicklung ohne Frieden und es gibt beides nicht ohne Menschenrechte. Nun ist es so, dass im Sicherheitsrat insbesondere China, die Volksrepublik China und Russland sich dagegen wehren, dass Menschenrechte zum Gegenstand und zum Maßstab der Arbeit des Sicherheitsrates gemacht werden. Und hier, glaube ich, liegt eine besondere Aufgabe auch für die Bundesregierung, denn es ist klar, der beste Schutz des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ist die Prävention. Um aber Prävention zu betreiben, muss man wissen, wo Gefahren für den Weltfrieden sich aufbauen. Und schwere und systematische Menschenrechtsverletzungen sind ein zentraler Indikator dafür, ob eine Gefahr für den Weltfrieden sich entwickelt. Insofern muss der Sicherheitsrat zur Kenntnis nehmen, was es an Erkenntnissen etwa aus dem Menschenrechtsschutzsystem der Vereinten Nationen in Genf gibt. Und hier hat zum Beispiel der Menschenrechtsrat etwa mit der Untersuchungskommission zu Syrien sozusagen in vorbildlicher Weise agiert, weil diese unabhängige Untersuchungskommission eben Fakten auf den Tisch gelegt hat, die dann nicht nur in Genf auf dem Tisch lagen, sondern eben auch in New York. Und es muss dann darum gehen, daran zu arbeiten, dass genau solche Informationen an den Sicherheitsrat kommen, damit der Sicherheitsrat sich frühzeitig mit Situationen befassen kann. Und zwar frühzeitig deshalb, damit nicht erst die Frage im Raum steht, werden Zwangsmaßnahmen nach Kapitel 7 der UNO-Charta ergriffen, also wirtschaftliche Sanktionen oder gar militärische Maßnahmen, sondern dass eben der Konflikt schon am Anfang überwunden wird, bekämpft wird. Und da steht, glaube ich, Deutschland in einer deshalb großen Verantwortung, weil es eine große Erwartung auch an Deutschland gibt. Nicht nur, weil Deutschland mit dem Schutz der Menschenrechte auch seinen Wahlkampf betrieben hat für die Mitgliedschaft im Sicherheitsrat, sondern auch, weil Deutschland weltweit tatsächlich auch für seinen Einsatz für die Menschenrechte große Achtung genießt. Das haben wir in dem allgemeinen periodischen Überprüfungsverfahren, von dem Frau Jensen ja auch schon sprach, deutlich gesehen. Aber das heißt eben auch, diese Erwartung ist dann auch eine Verantwortung für Deutschland. Das heißt sehr konkret, allerdings, das muss man sagen, kleine Schritte, die nur möglich sind. Deutschland hat sich ja etwa eingesetzt und will das auch weiter tun, für die sogenannte Agenda Frieden, Frauen, Sicherheit, also für den Schutz der Menschenrechte von Frauen im und nach bewaffneten Konflikten, die Beteiligung von Frauen an Friedensverhandlungen und auch der Blick auf die Situation von Frauen in Postkonfliktsituationen, wo beispielsweise die Gewalt, die geherrscht hat im Konflikt, für Frauen nicht endet. Sexualisierte Gewalt gibt es dann immer noch, oft eben auch, weil Männer aus dem Krieg zurückkommen und sexualisierte Gewalt etwas ist, eine Handlungsform, die sie im Krieg gelernt haben. Also das sind sozusagen Aufgaben, die, an denen Deutschland einerseits über sogenannte thematische Resolutionen des Sicherheitsrates Standards setzen kann, gleichzeitig aber auch, und das sind die Mühlen dann der Ebene, diese Standards auch in konkrete Länderresolutionen hineinbringt, also sicherzustellen, dass bei der Situation in Libyen, bei der Situation im Jemen beispielsweise eben auch die Situation von Frauen in den Blick genommen wird und sichergestellt wird, dass Staaten Rechenschaft ablegen, sich verantworten müssen für Menschenrechtsverletzungen, die sie begehen. Und ein letztes gehört dazu, dass Deutschland, was es schon begonnen hat, aber aus meiner Sicht durchaus noch stärken kann, nämlich die Anhörung von zivilgesellschaftlichen Organisationen und von nationalen Menschenrechtsinstitutionen in informellen Formaten des Sicherheitsrates, damit die Mitglieder des Sicherheitsrates erfahren, was vor Ort tatsächlich passiert.
Und das ist gerade für die nicht ständigen Mitglieder wichtig, die ja oft auch kleine Länder sind und nicht überall große Botschaften haben, die aber natürlich auch ein Gewicht haben im Sicherheitsrat. Zugleich, glaube ich, darf man aber auch nicht unrealistisch sein. Die fünf ständigen Mitglieder, die ein Vetorecht haben, von denen werden jedenfalls Russland und China, aber auch die USA, ganz besonders diese drei, ihr Vetorecht einsetzen, um ihre Verbündeten zu schützen. Das ist problematisch und unterminiert die Legitimität des Sicherheitsrates und muss deshalb auch kritisiert werden, denn nur ein Sicherheitsrat, der tatsächlich alle Situationen gleich behandelt, hat auch das Gewicht und die Legitimität, die dazu führt, dass die Mitgliedstaaten dann die Empfehlungen des Sicherheitsrates umsetzen. Denn zuletzt, auch hier wieder, sind die Mitgliedstaaten, die das umsetzen müssen, was der Sicherheitsrat vorgibt. Und wenn der Sicherheitsrat seine Legitimität verliert, dann werden die Mitgliedstaaten das eben auch nicht mehr tun, in diesen Resolutionen eben auch nicht mehr folgen. Zum Thema UN-Sicherheitsrat und Menschenrechte hat uns eine Frage erreicht über die Social-Media-Kanäle des Landesbeauftragten für politische Bildung. Bevor ich die stelle, möchte ich einmal gerne auch generell die Runde öffnen für Ihre Fragen, die Sie womöglich haben. Nochmal kurz zur Erklärung, Sie können teilnehmen über das Einwählen in unser Videokonferenzsystem. Das funktioniert sehr unkompliziert. Sie müssen einfach nur auf den Link klicken, falls Sie nicht ohnehin schon uns darüber sehen. Den Link finden Sie auf der Seite politische-bildung.sh/webtalk. Und es gibt einerseits die Möglichkeit, Fragen in den Chat zu posten. Das können Sie gerne jetzt und jederzeit tun. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn Sie mögen, sich mit Bild und Ton zu Wort zu melden, also Teilnehmer unserer Videokonferenz zu werden. Dazu müssten Sie einmal auf der linken Seite Ihres Bildschirmfensters auf Ihren Namen klicken. Dann zeigt sich der Dialog Status setzen, und wenn Sie den anklicken, dann gibt es da die Möglichkeit, Handheben auszuwählen. Also, wenn Ihnen eine Frage unter den Nägeln brennt, stellen Sie sie gerne im Chat oder auch über dieses Verfahren die Hand zu heben. Dann nehmen wir die gerne hier noch mit auf. Und aktuell, glaube ich, genau, ist jetzt gerade keine Wortmeldung. Deswegen, ich stelle einmal die Frage, die uns schon erreicht hat über die Social-Media-Kanäle, zur Frage, kann die UN die Menschenrechte noch schützen? Und da ging es nämlich genau auch um den Eindruck eines Users, der sagt, naja, bei innerstaatlichen Konflikten und Terror des eigenen Staates gegen die Zivilbevölkerung, da scheint es so einen Schutz nicht zu geben. Er denkt dabei an die Kairoer Erklärung von 1990, in der islamische Staaten die Menschenrechte unter den Scharia-Vorbehalt gestellt haben. Das heißt im Kern eigentlich, dass sie die also außer Kraft setzen können. Und bei zwischenstaatlichen Konflikten, hat er weiter geschrieben, sei ein Schutz kaum gewährleistet, insbesondere dann, wenn eben ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates beteiligt ist, wie etwa im Russland-Ukraine-Konflikt oder in Syrien. Das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Rudolf, ist eigentlich auch der Eindruck, den Sie haben, den Sie uns gerade beschrieben haben. Ja, vielleicht zu dem letztgenannten Punkt. In der Tat stößt da das Recht auch an seine Grenzen. Und das hat eben etwas damit zu tun, dass, wie ich sagte, dass es keine Weltpolizei gibt. Man muss sich jetzt auch mal vorstellen, was das heißt. Dort, wo die Welt interveniert hat bei schwersten Menschenrechtsverletzungen, bei innerstaatlichen oder zwischenstaatlichen Konflikten, da bedeutet das ja eben auch, dass interveniert wird mit Gewalt und dass dann auch danach eine Verantwortung besteht gegenüber der Bevölkerung dieses Landes. Also man kann nicht einfach intervenieren und dann wieder rausgehen und die Menschen sich selbst überlassen, sondern das ist etwas, was in den Vereinten Nationen in den letzten Jahren diskutiert worden ist unter der sogenannten Schutzverantwortung, der Responsibility to Protect. Und dabei wurde eben deutlich gesagt, die Hauptverantwortung trägt jeder einzelne Staat. Die Hauptverantwortung dafür, die Menschen im eigenen Land zu schützen. Und nur wenn der Staat das nicht
Und die anderen Staaten sind verpflichtet zu unterstützen. Aber wenn ein Staat das nicht tut, dann hat die internationale Gemeinschaft eine Verantwortung. Aber was das heißt, muss eben dann auch politisch ausgehandelt werden. Das ist extrem frustrierend, wenn eben ständige Sicherheitsratsmitglieder auf diese Weise Immunität genießen. Aber ich glaube, man muss eben auch den Blick darauf richten, wo es dann funktioniert, wo tatsächlich durch den Einsatz der Vereinten Nationen Konflikte entschärft worden sind. Und das sind zum Teil dann auch langwierige Konflikte. Aber man muss, und da haben wir auch sozusagen das Präventionsparadox, wir wissen nicht, was gewesen wäre, wenn die Vereinten Nationen sich nicht beteiligt hätten. Also ich nenne mal das Beispiel Sudan, Südsudan, da gibt es durchaus eben positive Entwicklungen. Wir erleben die Vereinten Nationen, die Friedenstruppen als in Pufferzonen von Konflikten. Da funktioniert sehr viel, aber es gibt eben die Grenze des Vetorechts der ständigen Sicherheitsratsmitglieder, weshalb man, denke ich, sie daran erinnern muss, dass ihre Autorität, die sie haben, ihr Gewicht, was sie haben, davon abhängt, dass die anderen Staaten das weiterhin anerkennen. Noch ein Wort kurz, weil die Kairoer Erklärung gefallen ist. Die Kairoer Erklärung wird meiner Ansicht nach völlig überschätzt. Sie ist ein unverbindliches Dokument, was eine ganze Anzahl arabischer Staaten verkündet hat. Aber aus einer rechtlichen Perspektive ist sehr viel relevanter, dass der Großteil, fast alle dieser Staaten, auch den Großteil der Menschenrechtsverträge ratifiziert haben und damit sich diesen Menschenrechtsverträgen unterworfen haben. Und sie haben das getan. Manche Staaten haben versucht, die menschenrechtlichen Verpflichtungen dann wiederum einzuschränken, indem sie sogenannte Vorbehalte vor allem der UN-Frauenrechtskonvention angebracht haben. Sie haben aber die gleichen zu vergleichbaren Regelungen in den anderen Verträgen solche Vorbehalte nicht angebracht und insofern bleiben sie dann auch voll gebunden an die Menschenrechte. Also insofern ist das Entscheidende, was ist die rechtliche Verpflichtung und daran können die Staaten festgehalten werden. Und vielleicht auch nochmal als ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, unsere Schwesterinstitution in Afghanistan, die Afghanische Menschenrechtskommission, die arbeitet zum Schutz von Frauen vor Gewalt und meine Kollegin hat mir berichtet, die Frauen kommen, suchen Schutz bei der Afghanischen Menschenrechtskommission und diese Frauen machen ihr Recht auf Freiheit von Gewalt, auf ein selbstbestimmtes Leben, auf ein gleichberechtigtes Leben geltend und deshalb sind die Menschenrechte so wichtig, weil sich eben Menschen darauf berufen, denn sie berufen sich gegenüber ihren Regierungen darauf. Wir dürfen, glaube ich, nicht den Fehler machen, Staaten und die Bevölkerung gleichzusetzen. Es gibt eben Regierungen, die bestimmte Interessen verfolgen, für die Menschenrechte lästig sind, weil Menschenrechte genau den Zweck haben, die staatliche Macht zu begrenzen. Und die Bevölkerung ist es aber, die sich auf Menschenrechte beruft, weil sie selbst ihr Leben gestalten möchte. Und das müssen wir stärken, eben auch durch Stärkung des UN-Menschenrechtsschutzsystems. Danke für diese Einschätzung. Zur Unterscheidung von Staaten und der Bevölkerung bietet sich hier tatsächlich gerade eine Frage an, die uns im Chat erreicht hat. Julian Derchu möchte gerne wissen, wie kann auf Staaten Druck ausgeübt werden, bestehende Resolutionen zu ratifizieren und eine Verwirklichung der Menschenrechte zu gewährleisten, ohne dass die Bevölkerung durch eventuelle Sanktionen dann benachteiligt werden? Das ist eine schwierige Frage, Frau Jensen, die ich Ihnen aber nichtsdestotrotz erstmal weiterleiten würde. Also ich sage mal was sich jetzt gar nicht so schwierig anhört. Frau Dr. Rudolph hat das vorhin auch schon genannt. Es gibt auf EU-Ebene derzeit auch wieder sehr aktuell die Diskussion um ein sogenanntes Magnitsky-Gesetz. Das Ganze geht zurück auf einen russischen Anwalt, der einen Unternehmer in Russland vertreten hat. Dieser russische Anwalt ist in Haft umgekommen, unter sehr komischen Bedingungen. Sergei Magnitsky und dieser Unternehmer macht sich momentan oder seit einigen Jahren jetzt eben stark dafür, diese Art von Menschenrechtsverletzungen öffentlich zu machen und zu ahnden. Und dieses Magnitsky-Gesetz, was es schon in unterschiedlichen Staaten
auch auf unterschiedliche Art und Weise verabschiedet wurde, macht es eben möglich, personenbezogene Sanktionen gegenüber den Individuen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, geltend zu machen. Das sind eben zum Beispiel Travel Bans, also diese Reisebeschränkungen für Menschen. Und das sind meistens relativ hochrangige Militärs, hochrangige auf politischer Ebene eines Staates. Und das Zweite ist, was, glaube ich, auch sehr empfindlich trifft, die sogenannten Asset Freezes, also wenn Vermögen eingefroren wird. Und diese Möglichkeiten treffen eben nicht eine ganze Bevölkerung, oder auch humanitäre Organisationen, die in einem Land arbeiten, die sind genauso davon betroffen, sondern da wirken direkt dort, wo man im Grunde auch die Verantwortung sieht. So, jetzt fragt man sich natürlich, warum gibt es das noch nicht auf UN-Ebene oder auf EU-Ebene? Ich frage mich momentan das Gleiche, warum das Europäische Parlament dort noch nicht weiter ist. Wir versuchen gerade auch aus dem Bundestag dort Druck zu machen, um eben, weil wir gerade jetzt in diesen Tagen immer mehr diese direkten Menschenrechtsverletzungen sehen, dafür zu werben, dass es diese Gesetze gibt und sowohl auf deutscher Ebene als auch auf EU-Ebene für diese personenbezogenen Sanktionen eingetreten wird. Das wäre zumindest ein Mittel, was die Richtigen trifft und nicht und die Falschen ausspart. Und was tatsächlich dann von UN-Ebene auf EU-Ebene sozusagen ja übertragen werden könnte. Vielleicht nur der Nachtrag, die USA haben das damals noch unter Präsident Obama verabschiedet, und dort wird gerade noch überprüft, inwieweit dann dieses Magnitsky-Law wirkt, ob es tatsächlich seine Wirkung entfaltet. Solche Gesetze, die brauchen natürlich immer eine Zeit, nach 5 Jahren, sagt man meistens, ist ein guter Evaluationszeitraum, da sind die USA jetzt noch voll drin. Zu dem Thema hat der Menschenrechtsausschuss im vergangenen Jahr zum Beispiel eine öffentliche Anhörung gemacht. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben, aber da sind Staaten wie die USA oder eben auch das Baltikum oder die Niederlande ein Vorbild, dass man es eben auch in Deutschland, in Europa und auf EU-Ebene implementieren könnte. Dankeschön. Eine Frage, die uns über die Social-Media-Kanäle des Landtags gestellt worden ist: Gibt es eine Möglichkeit für Bundesländer, bei den UN Einfluss zu nehmen? Ich weiß nicht, wer mag dazu etwas sagen von Ihnen? Willst du? Clemens, schade, ja gerne. Ich denke, die kurze Antwort darauf ist vielleicht nein, nicht direkt. Bei den Vereinten Nationen interagieren Staaten miteinander und natürlich auch noch Nichtregierungsorganisationen, aber primär Staaten. Insofern, Deutschland hat einen Sitz bei den Vereinten Nationen, der eben vom Staat Deutschland ausgeführt wird. Man kann das jetzt vielleicht ein bisschen dadurch relativieren, dass man sagen kann, natürlich haben die Bundesländer Einfluss darauf, was die Bundesrepublik denn an Positionen da vertritt. Und wenn man sich anguckt, dass Delegationen beispielsweise zu bestimmten Konferenzen fahren, dann sind da sicherlich auch immer wieder Vertreterinnen und Vertreter von bestimmten Interessensverbänden, aber eben auch aus den Ländern dabei. Aber die kurze Antwort ist nein, die Bundesländer haben kein direktes Mitspracherecht bei den Vereinten Nationen. Und man muss sagen, das finde ich auch gut so, denn wenn man sich vorstellt, das System ist jetzt schon ganz schön chaotisch und wenn alle Bundesländer und die entsprechenden Organisationseinheiten in allen Staaten auch noch direktes Mitspracherecht bei den Vereinten Nationen hätten, dann wäre der ganze Apparat, glaube ich, komplett überfordert. Also über die gewählten Vertreter wäre dann der vermittelte Weg sozusagen. Ja. Genau. Abschließend doch einmal der Versuch, vielleicht eine Antwort zu finden auf die Frage, die uns ja heute Abend als Überschrift dient. Können die UN die Menschenrechte noch schützen? Wir haben viele Punkte jetzt gehört heute Abend. Wir haben festgestellt, es gibt ganz wichtige Impulse, die von den UN ausgegangen sind, auch noch immer ausgehen. Es gibt durchaus auch wirksame Mittel, was Sanktionen angeht. Und dennoch stellen wir aber eben auch fest, in bestimmten Bereichen sind die UN nicht so schlagkräftig, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Also die Frage, können sie das? Können sie die Menschenrechte noch schützen? Und wenn ja, was ist nötig, um sie bei den Erfolgen dabei dann noch besser zu stärken? Frau Rudolph, ich würde die Frage vielleicht zunächst einmal an Sie geben. Ja, vielen Dank. Ich glaube, man muss sich erst mal fragen, was heißt eigentlich, können die Vereinten Nationen die Menschenrechte noch schützen? Also haben sie sie, wie weit haben sie sie bisher denn schützen können? Und da erscheint mir es als ganz, ganz wichtig, dass wir erst einmal anerkennen, was durch die Vereinten Nationen erreicht worden ist.
als die Charta der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, als Menschenrechte, als Auftrag und Mission der Vereinten Nationen formuliert wurde, eben zu Friedenswahrung und Förderung der Entwicklung, da ist letztlich, so ist es mal schön gesagt worden, hat es eine kopernikanische Wende gegeben. Also so wie Kopernikus erkannt hat, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne, so ist mit der UN-Charta ist anerkannt worden, dass im internationalen Recht nicht der Staat im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch. Der Mensch mit seinen Menschenrechten. Und das kann man eben formulieren als auch den Satz, der es dann doch nicht ins Grundgesetz geschafft hat, nämlich der Staat ist für die Menschen da, nicht der Mensch für den Staat. Das heißt, die UNO-Charta macht deutlich, die Souveränität von Staaten ist immer eine menschenrechtlich gebundene Souveränität. Und das ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die man gar nicht hoch genug schätzen kann und die wir auch gemeinsam verteidigen und stärken müssen. Ich würde sagen, das Menschenrechtssystem ist immer komplexer und immer anspruchsvoller geworden, weil die Menschenrechte vom Papier tatsächlich in die Wirklichkeit gekommen sind, weil Menschenrechtsschutzgremien geschaffen worden sind, die im Einzelnen auslegen, interpretieren, was bedeutet denn ein bestimmtes Menschenrecht? Was sind die Pflichten, die der Staat hat? Und dass wir solche unabhängigen Gremien haben, Experten und Expertinnengremien, wie etwa die Vertragsausschüsse der Vereinten Nationen, dass es auch auf regionaler Ebene sogar Gerichte gibt, Menschenrechtsgerichte gibt, das, glaube ich, ist eine Errungenschaft, die es zu verteidigen gilt. Und da ist es ganz wichtig, eben zu sehen, dass diese unabhängigen Gremien, die müssen gestärkt werden. Und das heißt auf der einen Seite ganz banal, es braucht mehr Geld. Ich will das nur mal sagen, von dem gesamten regulären UN-Haushalt fließen 3,7% in das Hochkommissariat für Menschenrechte. Das ist eine absurd geringe Zahl, wenn man anerkennt, dass Menschenrechte eine der drei Säulen der Vereinten Nationen ist. Also insofern braucht es eine finanzielle Stärkung und ich glaube, es braucht aber auch eine selbstbewusste Verteidigung dieses Systems gegenüber allen Versuchen, wieder zurückzufahren, was erreicht worden ist. Denn ich glaube, was wir jetzt sehen, ist, dass Staaten merken, dass die Menschenrechtsverträge, die sie ratifiziert haben, dass die Folgen haben, dass sie Verpflichtungen sind. Und daran müssen Staaten erinnert werden. Dafür braucht es die Menschenrechtsgremien, dafür braucht es aber auch, denke ich, die Fantasie, die Vorstellungskraft, wie man noch Menschenrechte durchsetzen kann, mit welchen Anreizsystemen beispielsweise. Und ich glaube, zu guter Letzt braucht es aber eben auch die Erkenntnis, dass Menschenrechte immer wieder eingefordert werden müssen, dass wir als Bevölkerung dazu aufgerufen sind und dass wir eben auch sozusagen die Staaten vor uns hertreiben müssen. Ich glaube, die EU ist da in einer ganz, ganz wichtigen Rolle, gerade zu einem Zeitpunkt, wo sich auch die USA, die sich immer als Verteidiger der Menschenrechte verstanden haben, letztlich aus dem internationalen System zu verabschieden scheinen. Also mir scheint, dass das ganz wichtig ist, voranzutreiben. Und das heißt aber auch, Menschenrechte dann auch innerstaatlich sehr, sehr, sehr ernst zu nehmen. Das zusammengenommen, glaube ich, bringt uns weiter. Und ich würde mal vielleicht auf diesem Bild, man fragt, ist das Glas nun halb voll oder halb leer, würde ich sagen, das Glas ist nach wie vor halb voll. Es ist immer weiter gefüllt worden. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass niemand das Glas umkippt, weil Staaten merken, dass Menschenrechte von ihnen etwas abverlangen. Aber vielleicht, das soll auch mein letztes Wort sein, mir wäre wichtig, dass wir auch sehr selbstbewusst vertreten, dass Menschenrechte uns helfen, gute Lösungen zu finden. Ich glaube, die Corona-Pandemie zeigt, dass autoritäre Staaten eben nicht so gut Probleme lösen können wie demokratische Staaten. Vergleichen Sie China, was eben die Verbreitung der Kenntnis über das Virus zunächst verhindert hat und extrem rigorose Maßnahmen ergriffen hat, mit dem vorsichtigen
Voranschreiten eines Staates wie Deutschland. Da kann man im Einzelnen viel kritisieren, aber vor allem ist wichtig, dass wir öffentlich darüber diskutieren, was die richtigen Maßnahmen sind. Und das bringt uns zu besseren Maßnahmen und das geht nur, wenn Menschenrechte eben geachtet werden. Also insofern glaube ich, das ist etwas, mit dem wir auch die Menschenrechte international stärken, indem wir zeigen, was Menschenrechte erreichen können. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Rudolph. Und Sie sagen, das Glas ist mindestens halb voll. Es ist sogar immer weiter gefüllt worden. Herr Schade, trifft sich das mit oder ja, trifft das auch Ihren Eindruck, wenn es um die UN und die Menschenrechte geht und die Frage, ob die auch in Zukunft ja, die Organisation sein können, die ganz maßgeblich vielleicht mitschützen können? Ja, also ich denke, die Vereinten Nationen können nicht nur diese Organisation sein, sie müssen auch diese Organisation sein. Und das heißt aber auch, wir müssen sie zu dieser Organisation machen. Also wir als Bevölkerung, aber eben auch wir als Bundesrepublik. Also da ist einfach die Verantwortung da, das passiert nicht von selbst. Frau Professor Rudolph hat das gesagt, Menschenrechte sind keine Selbstverständlichkeit, wir müssen sie einfordern. Und das gilt auch im System der Vereinten Nationen, gerade wenn immer mehr Staaten anfangen, Menschenrechte zu verletzen. Denn natürlich könnte man jetzt sagen, ja, es verletzen immer mehr Staaten Menschenrechte, die Vereinten Nationen schaffen es nicht, sie zu schützen, also sind die Vereinten Nationen nutzlos. Aber das ist natürlich fehlerhaft, diese Argumentation, denn man kann doch Alleingänge von Staaten und Menschenrechtsverletzungen von Staaten gar nicht zum Argument machen, um die Verkörperung des Multilateralismus, nämlich die Vereinten Nationen, abzuschaffen oder zu kritisieren. Man muss in genau diesen Situationen dann die Vereinten Nationen stärken und man muss ihre Wirkmächtigkeit stärken. Und bei all den Vorteilen, die das System hat, braucht es sicherlich auch Reformen. Beispielsweise finde ich, dass die Nichtregierungsorganisationen gerade auch im Menschenrechts- und im Sicherheitsrat noch wesentlich stärker eingebracht werden können. Also man kann sich als Nichtregierungsorganisation beim Wirtschafts- und Sozialrat akkreditieren lassen mit besonderem Beraterstatus. Aber im Menschenrechtsrat und vor allem auch im Sicherheitsrat ist, glaube ich, die aktive Beteiligung von Nichtregierungsorganisationen etwas, was diese Gremien stark voranbringen könnte. Ich denke, wir werden immer davor stehen, dass es Staaten, Unternehmen, Personen gibt, die Menschenrechte einschränken. Das wird sich, so pessimistisch bin ich vielleicht oder eher realistisch leider, wird sich niemals ändern. Aber die Vereinten Nationen haben große Schritte getan, dass das dann auch erkannt wird, dass dagegen vorgegangen wird und dass auch auf einer öffentlichen Bühne diskutiert wird und das angeprangert wird. Und insofern sehe ich die Vereinten Nationen hier in einer einzigartigen Position als einzige globale Organisation, das wichtige Forum hier zu sein. Die Vereinten Nationen also stärken, auch die Finanzierung oder für eine bessere Finanzierung sorgen. Das waren Frau Rudolph auch Ihre Worte. Und Frau Jensen, auch Sie haben in Ihrem Vortrag schon ganz zu Beginn davon gesprochen, dass die Finanzierung besser werden muss. Ist das tatsächlich jetzt auch das Vorrangige, was Ihnen, was Sie sich wünschen würden für eine Stärkung der Arbeit in den Vereinten Nationen? Also am Ende geht, glaube ich, einfach nichts ohne eine gute Finanzierung. Das merkt man. Ich denke, dass, ohne jetzt die Dinge wiederholen zu wollen, die Frau Dr. Rudolph und Herr Schade auch gerade angesprochen haben, man kann einfach festhalten, wir brauchen eine gute Finanzierung, um die Arbeit gut erledigen zu können. Wir brauchen ein standhaftes Selbstbewusstsein, wenn es darum geht, Menschenrechte weltweit einzufordern und zu verteidigen. Und wir brauchen auch den Anspruch, dass es eben keine Alternative gibt, als die großen Probleme dieser Zeit, Klimaschutz, Migration, weltweite gesundheitliche Herausforderungen wie eine Pandemie, die löst man eben nur gemeinsam. Und das Wort Multilateralismus ist heute Abend relativ wenig gefallen, aber im Grunde ist es ja genau das. Staaten arbeiten zusammen an Herausforderungen und finden gemeinsam Lösungen. Und da ist die UN oder sind die UN eben ein Verbund, den man stärken sollte und auch nicht zulassen sollte, dass einzelne Staaten versuchen, dagegen anzuarbeiten. Und ich glaube, da sind wir nach wie vor auch auf dem richtigen Weg, weil wir eben feststellen, dass man alleine in so einer globalisierten Welt nicht weit kommt. Herzlichen Dank für Ihre drei Schlussworte eigentlich, kann man so sagen. In diesem Rahmen hier setzen wir tatsächlich einen Schlusspunkt. Das war die erste Livestream-Veranstaltung aus dem Landeshaus zum Thema Können die UN die Menschenrechte noch schützen? Eine Kooperationsveranstaltung des Schleswig-Holsteinischen Landtags zusammen mit dem Landesbeauftragten für politische Bildung. Herzlichen Dank an Opus Showtechnik, an den offenen Kanal Kiel und auch an unsere Gebärdendolmetscherinnen. Vielen Dank an Güdi Jensen, Professor Dr. Beate Rudolph und Clemens Schade.
Der nächste Web-Talk übrigens setzt sich mit einem Thema auseinander, das wir heute jetzt gar nicht so richtig gestreift haben, hätte eigentlich auch gepasst, die aktuelle Lage in den USA, nämlich was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das passt da tatsächlich ganz gut zum Thema. Eine Online-Lesung mit der Journalistin, Autorin und Podcasterin Alice Hasters auf politische-bildung.de/webtalk. Und genau dort wird auch die Aufzeichnung dieser Veranstaltung dann abrufbar sein. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre angeregte Beteiligung. Tschüss!